Wechselvolle Schicksale sind über die Harzburg der einstigen Kaiserburg dahingezogen. Heinrich IV. Hat sie errichten lassen. Ihr Glanz währte nur kurze Zeit und heute sind kaum noch spärliche Überreste vorhanden. Als nämlich die Sachsen sich gegen ihren Kaiser empört hatten und mit einem starken Heer gegen Goslar gerückt waren, wo sich Heinrich in seiner Pfalz aufhielt, musste er der Übermacht weichen und floh zunächst nach der festen Harzburg. Aber auch hier war seines Bleibens nicht. Die empörten Sachsen bedrängten ihn hart. Er musste endlich die Schleifung seiner Burgen versprechen und bat sich nur aus, man möge wenigstens den Dom auf der Harzburg schonen. Dann floh er in finsterer Nacht auf einem Seitenpfade, der ihn durch dichte Waldungen führte von der Feste. Heinrichs Bitte wurde nicht erfüllt. Die aufgebrachten Bauern zerstörten alles. Der kostbare Dom wurde vernichtet, die Gräber geöffnet und die Gebeine der königlichen Familie umhergestreut. Zwar baute Heinrich später die Burg wieder auf, als ihn aber gar der Bannstrahl des Papstes traf, wurde auch die Harzburg nochmals zertrümmert. Das Volk aber erzählt sich vom Burgberg die verschiedensten Sagen. Hier ist es, wo der wilde Jäger, der Hackelberg, am häufigsten und am lautesten lärmend vorbeistürmt. Auch eine weiße Jungfrau lässt sich zu Zeiten auf dem Burgwerk sehen. Und wie im Kyffhäuser sollen auch hier im Innersten des Berges der Kaiser Rotbart und andere Edle schlafen. In den Brunnen auf dem Burgberg, in welchen es oft gewaltig rauscht, soll Heinrich IV. Bei seiner Flucht vor den Sachsen die Kaiserkrone geworfen haben. Der Weg, den er genommen hat, soll durch eine Öffnung im Inneren des Brunnens in den Wald geführt haben. Ein Verbrecher, der Schöppenstedt hieß, sollte in späterer Zeit sein Vergehen mit dem Tode büßen. Da beschloss man, ihn stattdessen in den Brunnen hinunterzulassen, damit man erfahre, ob es in demselben wirklich einen Ausweg gäbe. Fände er einen Ausgang und käme er wohlbehalten heraus, so sollte ihm das Leben geschenkt werden. Gesagt, getan. Der Verbrecher wird in den tiefen Brunnen mit einem Seil herabgelassen. Und richtig, der Schöppenstedt kommt an eine eiserne Tür, die sich bald auftut. Vor ihm erscheint die weiße Jungfrau und sagt, es wäre sein Glück, dass er nicht aus Mutwillen herabgekommen sei. Dann hat sie ihn weiter ins Unterirdische geführt und auf das viele dort in den Gängen liegende Geld gewiesen und gemeint, wenn Brünschwige Land mal pöckerüt wäre, soll das Wetter davon hergestellt werden. Schließlich hat sie den Schöppenstedt den Gang entlang in eine Höhle geführt, wo Kaiser Friedrich Barbarossa und Kaiser Otto beide an einer mit Speisen besetzten Tafel gesessen hätten. Dem einen Kaiser sei der Bart durch den Tisch gewachsen, ringsumher hätten viele Gold- und Silbergeräte gelegen. Auch eine Menge Pferde hätten umhergestanden, keiner habe ein Wort gesagt und auch der Schöppenstedt sei lieber stumm geblieben. Zuletzt ist der Gauner an einer Stelle im Weiler, die jetzt Schöppenstedtgrund heißt, wieder herausgekommen. Die weiße Jungfrau soll sich übrigens vielen in der Umgegend der Harzburg gezeigt haben, besonders in der Nacht vor Freitag. Deshalb sagt man in der Umgebung, die ganze Woche wunderlich, der Freitag ist absonderlich. Ihr eigentlicher Aufenthaltsort aber ist der Brunnen gewesen. Manchen hat sie Schätze angeboten, wenn er sie erlösen wollte,
Aber die Leute haben immer Furcht gehabt und sie sind leider davongelaufen. So wartet sie noch heute auf ihre Erlösung. Wechselvolle Schicksale sind über die Harzburg, die ehemals mächtige Kaiserburg, dahingezogen. Heinrich IV. Hat sie errichten lassen. Ihr Glanz währte nur kurze Zeit und nun sind leider nur noch spärliche Überreste vorhanden. Als sich einst Reiterhorden aus fernen Ländern gegen unseren Sachsenkönig empört hatten und mit einem starken Heer gegen Goslar gerückt waren, wo sich Heinrich in seiner Pfalz aufhielt, musste er der Übermacht weichen und floh zunächst zur festen Harzburg. Auch hier war seines Bleibens nicht. Die empörten, gottlosen Horden bedrängten ihn hart. Er sollte die Schleifung seiner Burgen versprechen und bat sich nur aus, man möge wenigstens den Dom auf der Harzburg verschonen. Dann entfloh er in finsterer Nacht auf einem Seitenpfade, der ihn durch dichte Waldungen führte, von der Feste. Des Königs Bitte wurde nicht erfüllt. Die aufgebrachten Bestien zerstörten einfach alles. Der kostbare Dom wurde vernichtet, die Gräber geöffnet und die Gebeine der königlichen Familie umhergestreut. Zwar baute Heinrich später die Burg wieder auf, als ihn aber gar der Bannstrahl des Papstes traf, wurde auch diese Harzburg nochmals zertrümmert. Das Volk aber erzählt sich vom Burgberg die verschiedensten Sagen. Hier ist es, wo der wilde Jäger, der Hackelberg, am häufigsten, am lautesten und am lärmendsten vorbeistürmt. Auch eine weiße Jungfrau lässt sich zu Zeiten auf dem Burgberg sehen. Und wie im Kyffhäuser sollen auch hier im Innern des Berges der Kaiser Rotbart und andere Edle schlafen. In dem Brunnen auf dem Burgberg, in welchem es oft gewaltig rauscht, soll Heinrich IV. Bei seiner Flucht vor den gottlosen Bestien die Kaiserkrone gebracht haben. Der Weg, den er genommen hat, soll durch eine Öffnung im Innern des Brunnens in den Wald geführt haben. Ein Gefangener, der Schöppenstedt hieß, sollte in späterer Zeit diesen Weg gehen oder mit dem Tode büßen. Da beschlossen die Eroberer, ihn in den Brunnen hinunterzulassen, damit man erfahre, ob es aus demselben wirklich einen Ausweg gebe. Fände er einen Ausgang und käme er wohlbehalten heraus, so sollte ihm das Leben geschenkt werden. Gesagt, getan. Der Gefangene wird in den tiefen Brunnen an einem Seil herabgelassen. Und richtig, der Schöppenstedt kommt an eine eiserne Tür, die sich bald auftut. Vor ihm erscheint die weiße Jungfrau und sagt, es wäre sein Glück, dass er nicht aus Mutwillen herabgekommen sei. Dann hat sie ihn weiter ins Unterirdische geführt und auf das viele dort in den Gängen liegende Geld gewiesen und gemeint, wenn Brunsvigsland mal Pankerott würre, soll das wieder davon hergestellt werden. Schließlich hat sie den Schöppenstedt den Gang entlang in eine Höhle geführt, wo Kaiser Friedrich Barbarossa und Kaiser Otto beide an einer mit Speisen besetzten Tafel saßen. Dem einen Kaiser sei der Bart durch den Tisch gewachsen. Ringsumher hätten viele Gold- und Silbergeräte gelegen, aber auch eine Menge Pferde hätten umhergestanden. Keiner habe ein Wort gesagt und auch der Schöppenstedt sei lieber stumm geblieben. Zuletzt sei wohl der sogenannte Gauner an einer Stelle im Walde, die jetzt Schöppenstedter Grund genannt wird, wieder herausgekommen. Die weiße Jungfrau soll sich übrigens schon vielen in der Umgebung der Harzburg gezeigt haben, besonders in der Nacht vor Freitag. Ein Sprichwort aus der Gegend besagt deshalb: Die ganze Woche wunderlich, der Freitag ist absonderlich. Ihr eigentlicher Aufenthaltsort aber ist der Brunnen gewesen. Manchem hat sie Schätze angeboten, wenn er sie erlösen wollte. Aber die Leute haben immer Furcht gehabt und sind leider davongelaufen. So wartet sie noch heute auf ihre Erlösung. Thank you.
So, meine lieben Freunde. Dreimal dürft ihr raten, wo ich jetzt bin. Den kennt ihr ja. Und den kennt ihr vielleicht auch. Ja, wir haben uns mal zusammengefunden zu einem spontanen Besuch. Auf welchem Berg? Wie heißt er? Sudemarberg, der Sudemarberg heute. Sudemarberg. Und wir haben festgestellt, das war vor wie vielen Monaten waren das? Es ist, wo wir da oben standen auf der Harzburg? Na, schon jetzt fast über ein Jahr her, wa? Ja, gut, über ein Jahr her auf jeden Fall. Da haben wir ja dieses Video gemacht, Gespräche unter der Irminsee, unter dem Weltenbaum, ne? Ja. Und da hatte ich ja damals zu dem Niklas schon gesagt, ich würde gerne mal zu diesem Berg rüber. Mhm. Weil den sieht man nämlich perfekt. Ich drehe euch mal um. Ungefähr, du sagst diese Richtung jetzt, ne? Heute ist diesig, ne? Da sieht man das nicht. Zu diesem Berg rüber, zu dieser Harzburg. Eins der Ursprünge hier im spirituellen Harz. Und da sagte ich damals, zu diesem Berg, wo wir jetzt hier stehen, möchte ich mal hin, da zieht es mich hin. Und ja, und heute erzählt er mir, was auf diesem Berg eins geschehen ist und was es hier für Sagen um diesen Berg geht. Vielleicht sagst du es einfach mal nur kurz, denn... Ja, der Sudemarberg, ihr wisst ja, es gibt ja immer diese Bergentrückungen von den alten Königen und Kaisern. Auf dem Sudemarberg hier bei Goslar ist sozusagen Heinrich der Erste als einziger Ort in diesen Sagen eingetragen, wo er im Berge ruht. Interessant. Und dann gab es ja noch diesen Otto, ne? Ja, sein Sohn Otto der Erste, der ist gleich dort vorne in einer Sage ruhend im Ram-Eelsberg. Also Ram und Ehe nur mal als Silbe gesagt, ohne jetzt weiter einzugehen, was das bedeutet, was es ist, schon mal als Vorgeschmack für alles Weitere. Genau. Ram und Ehl. Genau, der Rammelsberg, ja. Wie man es ja heute so schön ausdrücken will. Ja, und wir schauten uns jetzt gerade mal diesen Höhenzug hier an. Wir können ja mal ein bisschen gehen. Und ja, wie wir es einst schon sagten, wie es auch in meinen Videos und auch in Niklas Aufnahmen, genau, wie es dann auch sein muss, ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich werde es dann noch mal ein bisschen nachkolorieren, da sehen wir einen Regenbogen, was für ein Zeichen, ja. Und dass hier zum großen Teil die Anfänge sind unserer alten Welt, ne? Denn wo diese alte Welt noch existierte, da war dieses Tal, was wir jetzt hier vor uns sehen, dieses Uckertal, ne, war einst gefüllt mit Wasser. Mit Maria, was ja für Meere steht. Aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt, Meere, die Meere, das Wasser. Das war ja alles einst gefüllt von Mutter Erde. Ach, übrigens, was man dann die Klippe, an der wir eben waren, das ist die Marienklippe. Heute genannt, die Steine. Ach so, okay. Da, wo wir eben schon waren, das heißt Marienklippe, ja. Aha. Ja. So, die Marienklippe. So. Zufällig am Marberg. Und was war aber eben gerade, wo ich, ohne dass ich den Berg kannte, ich wollte da hin, ne? Ja, damals schon. Ne? Nee, auch jetzt, also ja, gerade, ne? Ich meine. Ja. Und vor allem die Vorgeschichte ist auch gestern, ich wusste nicht, dass Marcel hier ist. Gestern Abend bin ich wie von einer Tarantel gestochen, gegen 17 Uhr ins Auto gesprungen, bin hier zu diesem Berg gefahren, war nachts hier auf dem Turmberg, habe hier energetisch gearbeitet und fahre wieder nach Hause. Auf einmal habe ich eine Nachricht. Da ist jemand in der Nähe. Ja. Das war er. Ja. So, da haben wir uns heute natürlich direkt getroffen und war klar, wo wir wieder hin müssen, ne? Wenn man sich hier so, ja, miteinander. Ich hoffe, ihr könnt das noch verstehen. Es ist sehr windig heute und auch sehr stürmig hier oben. Ah, hier sehen wir ja dann gleich auch die Harzburg, ne? Ja, die ist dahinter, genau. Man sieht den Hügel mit den besonderen Bäumen oben drauf. Ja. Genau, ja, also dort geradezu. Und alles, nee, warte was mal, hier nee, das ist doch die Harzburg, oder? Ist nicht da die Harzburg? Nee, das ist Uckertal. Das ist Uckertal. Der Hügel da hinten. Ach, da ist die Harzburg. Ach ja, jetzt sehe ich ihn. Jetzt erkenne ich ihn. Die abgeflachte Pyramide oben. Und da stand der Marcel und schaut hier rüber und sagte, Niklas, dieser Berg ist interessant, da müssen wir auch mal hin. Genau. Da wusste er, wie bereits zu allen Zeiten, was jetzt. Ja, zumindest war es wahrscheinlich irgendeine Erinnerung, weil ich stand auf diesem Berg. Ich bin heute das erste Mal hier in meinem Leben oben. Und wollte auch gleich, wo wir eben gerade oben angekommen sind mit dem Fahrzeug, zu der Marienklippe. Jetzt sagst du, dass das die Marienklippe ist. Ich wusste es ja gar nicht vorher. Ne? Ja, findest du nicht auf allen Karten. Da brauchst du spezielle Karten für.
Und hier vorne seht ihr diese ganzen flachen Hügel, die hier aufgeschichtet sind. Das sind alles ganz offiziell Brandschutzschlackenhalden von den Erzbergwerken, die hier bei Goslar waren. Da hat man aus dem Rammelsberg hat man ja 30 Millionen Tonnen Erzgestein insgesamt rausgeholt. Die wurden hier rechts bei Oka verhüttet und dann nach hier vorne rausgebracht. Also das ist alles künstlich aufgetragen hier. Das sind Brandschutzhalden. Ja. Alles alte Schlackehalden. Ihr könnt euch vorstellen, was hier aufgefahren wurde. Über viel Zeit. Na, vor allem, was hier auch hier rausgeholt wurde. Ja. Ich will gerne mal wissen, wie weit sie schon sind, unterirdisch. Und welche Zugänge sie wieder neu erschlossen haben durch die Gänge, die sie gegraben haben. Weil irgendwann triffst du ja auch auf alte Gänge, ne? Die ja schon immer bestanden. Und dann geht ja noch diese alte Sage, da könnt ihr ja noch mal auf meinen Kanal schauen, über die Harzburg, ne? Wo ja dann der Kaiser sozusagen unten die Krone in den Brunnen geworfen hat und wo dann jemand in diesen Brunnen geschickt wurde von den Assyrern, von den Babyloniern, von den Arabern, ne, die dann hier diese Ländereien besetzten. Und dieser Berg ist vollkommen unterhöht. Ja, und wenn wir wissen, dass dort diese Hütte dort ist, wer weiß, was sie da tatsächlich rausgeholt haben. Ne? Ja, und ihr wisst, Goslar viel mit Zwergen und so weiter. Aber gerade hier auf dem Sudemarberg, die Sage, die hier mit Heinrich dem I. Stattgefunden hat, so wie ihr sie selten findet im Internet, die ist nicht so ganz publik, aber es ist der einzige Berg, wo das verankert ist. Hier bei Goslar. Und die ist auch mit Zwergen. Hier genau auf diesem Berg geht es um Zwerge und Heinrich den I. Ja? Und unterirdische Katakomben. Und hier ist alles Sandstein. Ihr wisst, wie leicht Sandstein zu bearbeiten ist und wie toll das eigentlich jeder hinkriegt. Wir können ja gleich nochmal die Halle und den großen Funkmast zeigen. Das ist ja meistens immer ein Indiz, dass da irgendwelche Energien abgeleitet werden oder aufgefangen werden. Oh ja, und ich kann mit euch eine Wette eingeben. Ihr findet keinen Ort in Deutschland, an dem zwei solche riesigen Masten so nah beieinander stehen wie hier in Goslar. Die miteinander pulsen. Ja. Das gibt es nicht oft. Meistens ist es ein riesiger Turm. Wollen wir hier? Ein riesiger. Wollen wir hier reingehen oder wolltest du hier noch was zeigen? Oder? Eigentlich können wir da wieder hochgehen. Nicht hier durch? Können wir auch, weil ich würde gerne hier durchgehen irgendwie. Leichte Wallstrukturen, ja, weil die laufen bis runter. Weil irgendwie zieht es mich jetzt gerade hier rein. Oh, wartet mal kurz. Ich muss mal das Objektiv mal sauber machen. Ja, eigentlich hatte ich gar nicht vor, mich hier mit Niklas zu treffen, aber irgendwie sind wir dann doch irgendwie zueinander gekommen. Ne? Das hat alles sein Grund in der Regel, warum man das hier macht. Und hier unten sind Wälle, sagst du denn, oder was? Hier unten in dem... Ja, das ist weitläufiger hier rechts runter. Ja. Hier oben ist auch noch was vorhanden. Ja. Also es sind natürlich eindeutig wieder Spuren der Besiedlung, ne? Ja. Die wurde auch archäologisch gegraben. Ach so? Und dann wieder zugemacht. Ne? Aha. Okay. Nichts Interessantes gefunden. Aber Test steht, hier war eine Siedlung oben drauf. Das schreiben sie schon. Hier war eine Siedlung. Aber ach, das schreiben sie. Ja, selbst. Ja. Ist aber nichts Interessantes gefunden worden, wie immer. Naja, wie immer, ja. Genau. Ja, und wenn man bedenkt, dass die Täler dann einst voll Wasser gefüllt waren, dass man unten sozusagen, wo jetzt das heutige Goslar ist oder das heutige Bad Harzburg, dass man da gar nicht siedeln konnte, weil die einfach voll Wasser gefüllt waren. Dann weiß man natürlich, warum hier diese Berge so außer Acht gelassen werden, geschichtlich. Weil dann müsste man ja dokumentieren, dann müsste man ja auch eingestehen, dass es wahrscheinlich die Eiszeit doch nicht gab. Ne? Und dass das Wasser einen ganz anderen Weg genommen hat. Und dass die Vergangenheit, oder die Geschichte, eine ganz andere war. Nämlich die Vergangenheit und die Geschichte, über die sie hier schreiben, tatsächlich eine Geschichte, also ein Märchen ist. Denn das beweist ja diese Besiedlung hier auf diesen Bergen. Warum besiedelt man das ja hier auf den Bergen? Es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, hier das mit Pferdefuhrwagen hier alles hochzubringen. Aber es macht Sinn, wenn die vom Wasser umschlossen sind. Und wir mit riesigen Frachtschiffen die Burgen errichten konnten. Und das, meine lieben Freunde, ist das alte Atlantis. Das alte Atlant, ne? Atlant. Das alte Land. So. Hier sind auch fantastische Bäume drin, sehe ich gerade. Auch gerade vom Wuchs her sind hier teilweise einige interessant. Aber wie immer auch wieder sehr viele junge Bäume zwischen. Ne?
So, hier sehen wir dann schon den ersten Wall. Würde ich jetzt sagen. Jo, sehe ich genauso. Was da für übrig ist. Also hier kann man das auch erkennen, wie der Wall sich hier lang zieht. Und wie gesagt, wunderschöne urige Bäume hier oben drin. Buchen, Eichen. Ja, schon verrückt. Ja. Ich Herzenbaum. Ja, und viele können es doch gar nicht so sehen oder wollen es immer gar nicht wahrhaben. Bäume und Pflanzen, die Natur, die zeigt uns so viel. Wenn man das Gespür sich dafür wieder selbst formt und sich damit beschäftigt und das auch wieder im inneren Herzen zulässt, dann sind es nicht die alten Märchen von Grimms und Co., die uns dann auf wundersame Weise zeigen und berichten, wie die Menschen mit der Natur früher interagiert haben und auch kommuniziert haben und dass man zu Tieren Kontakt aufnehmen konnte, sondern das findet auch im heutigen tatsächlich statt. Man muss es einfach nur zulassen. Und dann findet ihr auch solche Anlagen und dann findet ihr auch ganz schnell die Vergangenheit dieser Anlagen. Ja, hier ist alles voll Welle. Hier hat auch immer was gegraben wieder, guck mal. Hier ist wieder so ein Rechteck so ausgehoben. Ja, und das war wahrscheinlich auch nicht nur eine Festung, Niklas, das war wahrscheinlich auch eine Siedlung, eine bäuerliche Siedlung, ein Landsitz. Sehr große Siedlung, ja. Wie es in der Oralinda-Chronik ja auch mal steht, dass es über Landsitze und über Burgen organisiert war, die alte Welt. Und wenn man sich dann das Wasser dazu nimmt und die Friesen, die Freien, da drin leben konnten. Und Freya ist ja in dem Sinne auch so ein bisschen eine falsche Übersetzung mit der Göttin, sondern Freya heißt ja auch frei, die Göttin der Freiheit. Da werdet ihr demnächst noch ein paar Videos auf meinem Kanal sehen, denn da bin ich auf einige Sachen gestoßen und wir haben auch wieder Freya weiblich, ne? Wie Mutter Erde. Und hier sehen wir so einen Wall hier angelegt im Ründling. Ja, aber der ist schon wie so ein Schiff angelegt. Das ist ähnlich die Struktur hier der Wall. Wie wir es auf der Harzburg haben, das ja auch schiffsähnlich angelegt war. Und wenn man jetzt bedenkt, Niklas, dass wir diese ganzen großen alten Schiffsanlagen haben, ne? Also die Grabanlagen, die in Schiffsform angelegt wurden. Und wenn wir das mal betrachten, was das für ein riesiges Grab wäre, wenn es denn so ist, dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, warum es hier eine Sage gibt, warum hier der Kaiser des Kaisers Seele ruhen soll. Weißt du, ich meine? Ja. Mutter und Meer, die Seele im Meer wandern, ewig. Jetzt stehen wir natürlich sehr ungünstig mit der Kamera. Ja. Ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen. Wollen wir uns in den Turm mal hinlaufen? Ja, und was ich euch noch sagen wollte, meine lieben Freunde, gerade aktuell in der sogenannten Hochwassersituation, es ist aus meiner Sicht keine Hochwassersituation, denn es ist das Wasser, was jetzt wieder zurückkommt. Und wenn ihr euch die
Oder warte, ich erzähle es euch nachher nochmal weiter. Ich mache mal kurz Pause, weil es einfach zu extrem ist, der Wind hier oben. Und ich weiß nicht, ob ihr mich verstehen könnt. Ja, jetzt angekommen hier am Turm. Und wir sehen hier wieder einen Messpunkt in Form eines Templerkreuzes, der hier direkt am Turm steht. Also hier haben wir dieses Templerkreuz. Wir haben dann hier den Turm. Und auch der Turm. Man sehe und staune auch wieder hier angeflickt. Aber wir müssen jetzt erstmal hier hinter. Also das kann man es nämlich überhaupt nicht verstehen wahrscheinlich. So. So, der Niklas hat jetzt auch seine Kamera gezückt. Ja. So, jetzt greife ich mal kurz wieder ein, wo wir stehen geblieben sind. Also wir haben aktuell kein Hochwasser. Wir haben eigentlich das Wasser, was wir ja aus der alten Welt auch kennen, aus dem Atlantis. Und wenn man hier schaut, die alten Täler, warum hier auch oben diese Burgen standen, damit man eben hier in diese Täler schauen kann, wer uns besucht, wer uns wohlgesonnen ist, wer uns nicht gut gesonnen ist. Und dafür gab es diese Burgen, meist in Ringform, in Ringwellen angelegt, so wie Mutter Erde auch geschaffen ist. Deswegen hat man ja auch diese Kreisform gewählt, energetisch. Ja, und das, was wir heute haben, und das Besondere, was wir jetzt an dem sogenannten aktuellen Hochwasser haben, ich muss mich mal umdrehen, ist ja, dass wir ja nicht nur punktuellen Hochwasser haben, sondern wir haben ja jetzt punktuell, also nicht punktuell, sondern in der Fläche haben wir das Wasser wieder zurück. Das heißt also nicht nur in der Elbe oder in der Oder, in der Oka oder in der Bode oder so, sondern wir haben es ja überall. Und wenn ihr heute, gerade heute, ich hoffe, dass ich jetzt in den nächsten Tagen das Video vielleicht veröffentlichen kann, euch dann in diese Agrarwüsten begibt, dann seht ihr das alte Land, was sozusagen ja, trockengelegt wurde, damit wir das nicht mehr erkennen und damit wir uns in die Abhängigkeit begeben. Denn diese trockengelegten Flächen waren ja diese fruchtbaren Flächen, die dann ja für sich genutzt haben. Ne? Und diese fruchtbaren Flächen, das war alles Meeresgrund, meine lieben Freunde. Und wenn ihr heute jetzt in diese Region schaut, wenn ihr auf den Feldern schaut, dann seht ihr, wie das Wasser wieder zurückgekommen ist. Ne? Und da seht ihr auch ganz genau, wo das Wasser einst stand, wenn die Gräben sich füllen. Weil aktuell schaffen es ja die Drainagegräben, die ja von den Landwirten oder von den Herrschenden hier angelegt worden, um das trocken zu legen. Und da gehört auch der alte Fritz dazu, der das auch wohlwollend getätigt hat. Ne? Diese Praxis, diese Melioration. Und diese Gräben schaffen das ja aktuell nicht mehr. Und da sehen wir, wie das Wasser zurückkommt. Und welche Flächen sich auf einmal wieder, als Seeflächen sich auf einmal wieder bilden. Und daran könnt ihr erkennen, dass wir kein Hochwasser haben, sondern wir bekommen aktuell für ein kleines Zeitfenster die alte Welt zurück. So, wir besteigen jetzt währenddessen, ich hier noch ein bisschen euch was erzähle, besteigen wir hier den Turm. Zumindest mal schauen, wie hoch wir hier kommen. Ist das hier auf? Kann man hier rein? Ach so. Ja, dann gehen wir hier mal rein ins Türmchen. Ja, und diese Türme waren meist gar nicht, wie man immer denkt, so Wehrtürme oder Warten oder wie, es waren auch oftmals Leuchttürme. Ne? Wenn man sich das vorstellt, wenn ihr jetzt hier seid, wie heißt der Berg nochmal? Sudmarberg. Der Sudmarberg, wenn ihr hier oben seid und hier mal selbst herschaut und euch vorstellt, dass die Täler voll Wasser gefüllt waren, dann könnt ihr schon schnell sehen, dass das meist auch Leuchttürme waren. Ganz einfach Leuchttürme. Leuchtfeuer, damit die Schifffahrt im Nebel in den Tälern sich bewegen konnte. So, wir sind jetzt oben, ich gehe jetzt mal nicht höher, weil ich nicht weiß, wie der Wind hier weht, damit ihr das noch verstehen könnt, was ich euch erzähle. Und hier seht ihr diese ganzen Täler, diese ganze Bebauung, die wir hier unten sehen. Das war alles einst mit Wasser gefüllt. Wir haben dort in diese Richtung die Harzburg, wir haben hier die Sudmarberg, wir haben den Rammelsberg. Ja. Und wenn ihr dann diese Bucht, das ihr als Bucht erkennt, dann wisst ihr warum hier einmal diese Burg steht und da drüben diese Burg steht. Perfekter kann man sein Reich nicht verteidigen und auch schützen. Und ja, so ist das einstmals entstanden. Und der Niklas lässt sich jetzt den Regen und den Wind ins Gesicht peitschen.
Ja, und wenn man hier diesen See, das ist ein Baggersee, ne? Ja, ist tatsächlich, ja. So von der Oker, denke ich mal, gespeist. Ja. Weil hier fließt dann die Oker entlang, ne? Die kommt da hinten aus dem Tal. Genau. Aber hier sind diese ganzen Erzbergwerke. Da hinten ist noch ein altes Erzbergwerk und diese ganzen Schlacketeiche sind das von der Aufbereitung. Ja. Selbst sind hier bis nach hier vorne diese Erzschlacke halten, diese Brandschutt halten. So, wenn wir jetzt hier den Berg, wir müssen den Berg genauer anschauen. Wir ganz genau, wie das mal ausgesehen haben muss, wenn da Wasser vorgelagert wurde. Das sind alles, das ist Meeresgrund. Und genau deshalb, meine lieben Freunde, haben wir weltweit das See- und Handelsrecht. Und deswegen wird das See- und Handelsrecht auch hier auf dem Land, in Regierungen, überall, wo wir es sehen, auch angewendet. Weil wir sozusagen ja eigentlich immer noch auf See sind, nur keine See mehr haben. Daher kommt das. So, ich würde sagen, wir gehen wieder runter, weil hier geht der Wind. Kannst du vielleicht zu dem Turm noch was sagen hier? Ja, wir haben hier natürlich so einen astreinen Sendeturm mit besonders großen Verwaltungsgebäude darunter. Dort drüben auf dem Steinberg, auf dem auch einst eine Festung war, auch so ein Turm, zwei in der Größe sogar. Ich habe selten in Deutschland bisher eigentlich noch gar nicht zwar einen Ort gesehen wie hier, wo diese Orte so nah aneinander sind, zwei solche Türme. Wie es hier gerade weht, müssen wir uns hier richtig abstützen. Ja. Und diese Berge pulsen untereinander mit den Türmen, weil Kosla voller Königsgräber ist, sozusagen. Ja. Ja, ich glaube, das macht das keinen Sinn. Nochmal ein kurzer Schwenk für euch. Wir sehen hier einmal komplett um diesen Tutmarberg das Tal herum. Wie eine Insel, kann man sagen. Hat sich das hier gestreckt. Und hier diese flache Besiedlung. Da stand das Wasser. So wie wir es ja auch kurzzeitig im Ahrtal ja auch gesehen haben, wenn sich so ein alter Flusslauf wieder füllt und das Wasser wieder zurückkommt, dann sieht man die alte Welt wieder, meine lieben Freunde. Und dann entsteht natürlich großes Leid, wenn dann ein Hochwasser entsteht, was man ja auch vielleicht verstehen kann, denn viele Menschen sind ja heute in ihrer Materie immer noch gefangen und somit auch mit ihrem Besitz gefangen. Und das ist dann natürlich das Leid, was sie dann erfahren, wenn Mutter Natur sich zeigt und das alte Wasser wieder zurückbringt. Und das ist das, was wir dann haben, ne? Aber so ist es. Und ich kann euch sagen, vielleicht werden wir es noch erleben, oder in weiteren Leben, dass das Wasser wieder zurückkommen wird. Ne? Denn eine Sinnflut hat ja nicht ohne Grund die Bedeutung des Sinnes, ne? Des Sinneswandels, die Sinnflut, die uns Gott, die Mutter Natur uns einst geschickt hat, wenn wir frevelhaft mit Mutter Erde umgegangen sind. Und das war wahrscheinlich das auch die Sinnflut, weißt du, von der man in der Bibel ja auch und in allen heiligen Schriften ja auch redet und wo auch hier diese Schlammflut oder über Tartaria auch berichtet wird, diese Nebelkerzen, die bringen ja auch viel Wahrheit mit der Flut, mit der Schlammflut. Und das war die Sinnflut, meine lieben Freunde. Ne? Sinn und Schlammflut. Genau. So, und die Sinnflut ist, da werden die Menschen zur Besinnung gebracht. Ja. Das deshalb. Bei einer Schlammflut, da wird abgedeckt. Ne? Genau, und deshalb Sinnflut, ne? Ja, hier sieht man es nochmal. Hier haben wir nochmal so alte Aufzeichnungen, wie es im Ursprung aussah. Genau. Richtung Süden. Das ist die Klippe der Burg, genau. Und hier sehen wir auch keine Bewaldung. Ne? Frei. Nichts, frei, gar nichts. Und deshalb sage ich, alles was wir heute sehen, alles was wir kennen, ist vor wenigen 100 Jahren erst geschehen. Das sehen wir an der Bewaldung und das ist nach relativ kurzer Zeit nach der sogenannten Sinnflut entstanden. Und deshalb haben wir keine Bewaldung. Und das liegt nicht daran, dass das alles abgeholzt wurde für den Hausbau. Niemals. Das war einfach nicht bewaldet, weil es zum großen Teil noch mit Wasser bedeckt war. Und bis sich das alles regeneriert und auch so entsteht, wie wir es ja heute sehen, dauert es halt seine Zeit, ne? Oder Niklas erzählt uns noch mal kurz was über diese Halle hier.
Ja, diese Halle. Wir können uns ja mal so drehen. Die ihr seht mit diesem gewaltigen Funkturm. Das ist nicht der einzige gewaltige Funkturm hier in nur ungefähr 1 Kilometer Entfernung. Es gibt noch einen größeren Funkturm da drüben auf dem Steinberge, wo auch solch eine alte Festung und noch größere Burg eigentlich stand, die man auch in alten Schriften findet, aber übers Internet sehr, sehr schwer. Dort pulsen diese beiden Türme also nebeneinander her und genau in dieser Linie liegen halt auch noch sehr wichtige Orte. Und nicht nur auf diesem Berg und auf anderen Bergen gibt es sogenannte Bergentrückungen oder auch, wie ich meine, dass Goslar umgeben von alten Königsgräbern liegt, haben wir hier sehr viele Leylinien, die gespeist sind im Uhrwerk des Herzens, wie ich es nenne. Zum Beispiel haben wir den Turm, auf dem wir eben waren, und diesen Turm, der sozusagen elektrisch fungiert, in einer Linie liegend mit dem Brocken die Küffhäuser. Ihr könnt eine Linie zwischen diesen Orten ziehen und auf dieser Linie liegt genau exakt die Mitte des Brockens, der Ort, an dem wir jetzt gerade stehen, und die Küffhäuserburg. Und aufgrund dieser energetischen Konstellation und vieler weiterer, die mit diesen Orten hier zu tun haben, war es sozusagen ein Netzwerk, das von den alten Wissenden benutzt wurde, um dementsprechend auch unser altes Reich des Herzens, der Liebe, der Einigkeit stabil zu halten, energetisch hier zu wirken, in dem alten Wissen, das alte Land leben zu lassen. Dieses Wissen kommt wieder hoch, wir erinnern uns wieder an dieses Wissen und so wie wir alle wieder aufblühen und in voller Blüte stehen, wird es weitergehen mit neuen tollen Informationen. Genau. So, wir verlegen jetzt zu einem anderen Ort, ja, weil der Magen ist leer, ne? Und wir haben uns gedacht, wir werden uns jetzt noch was gönnen nach der windigen Explosion hier oben auf den Sudmar-Berg. Ja, und vielleicht ergibt sich ja demnächst mal wieder ein Video mit uns zusammen. Ich sag mal tschüss. Ciao, ihr Lieben. Und bis bald.